Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Pokémon Pearl. Im letzten Part haben wir angefangen, hier in der Route ein bisschen aufzuräumen, also ein paar Trainer zu besiegen. Zudem haben wir noch gesprochen über das Thema Pokémon-Typen, Vor- und Nachteile. Bin ich auch schon fertig damit. Der Part heute wird ungefähr 15 Minuten lang sein, wie sonst immer, damit ich ihn rechtzeitig hochladen kann. Denn heute habe ich auch noch ganz besondere Themen. Erstmal ja zum Thema Pokémon-Hex. Das ist jetzt kein so großes Thema für mich, weil ich mich, nicht so gut daran auskenne in diesem Thema. Deswegen werde ich mich da kurz fassen zu einer Hitliste und dann, sieht aus wie ein Pokémon, Sonder. Was? Dann hast du... Du hast dein Pokédex. Oh mein Gott. Ja. Und dann möchte ich noch ein Thema ansprechen. Ein ganz, ganz besonderes Thema zum Thema Pokémon. Und zwar Pokerus. So nennt sich das Thema. Was genau das ist, wer es nicht weiß, das werden wir diesen Part noch klären. Tja. Erstmal zu den Pokémon Hex. Es gibt ja einige Pokémon Hex, die wurden von sehr guten Spielern engagiert, die sich auch gut mit Computern auskennen, die sich also ein ganz spezielles Spiel zum Vorbild genommen haben, als Schablone so gesagt, und haben es dann umgeändert. Die einzigen Hacks, die mir eigentlich bekannt sind, sind zum Beispiel Pokémon Perfect Platin, Bloody Platin und Smaragd Randomizer. Welches Pokémon hat er jetzt? Polita, egal. Ja, Smaragd Randomizer. Das sind, glaube ich, die, die ich kenne. Kenne ich noch irgendwas? Ich glaube, da ist nichts mehr. Ich weiß es nicht mehr genau. Kenne ich da noch irgendwas? Nee, was sind die, die ich kenne? Na gut, bei Pokémon Perfect Platin weiß ich nicht mehr genau, was das war. Ich glaube, das ist einfach nur verstärkter Schwierigkeitsgrad. Korrigiert mich, wenn das falsch ist. Bei Pokémon Bloody Platin kenne ich mich schon ein bisschen besser aus. Erstens ist es dort möglich, alle bis dahin dagewesenen 493 Pokémon zu fangen. Und zweitens ist der Schwierigkeitsgrad dort viel, viel stärker, viel deutlicher erhöht, dass man zum Beispiel beim ersten Mal bei den Top 4 auf Level 90 Pokémon antrifft. Da man im ganzen Spiel insgesamt mehr Erfahrungspunkte bekommt. Und genau jetzt fängt der Hund an zu bellen. Hat er vorhin gemacht bis eben. Ich dachte mir, das ist perfekte Zeit zum Aufnehmen, aber nein, natürlich nicht. Geil! Ich hoffe, ich kann es einfach mal übertönen. Egal. Ja, der Pokémon-Sammler Lorenz ist besiegt. Ich bin so neidisch auf dein Pokédex. Gib mir den her, los! Nein. So, gehen wir zu diesem hier. Das ist ein Schnösel, glaube ich, ne? Sieg oder Niederlage, wer weiß schon, wie es ausgehen wird. Das wird kein Freundschaftsspiel. Wir sind ja jetzt aber auch nicht im Casino, ne? Egal. Ja, und Smaragd Randomizer. Spieler Fedor, ein Spieler. Oh, ja, es wird jetzt kompliziert, Freunde. Um einmal kurz auf diesen Trainer anzusprechen. Der hat jetzt drei Golini. Und die besitzen jeweils eine, immer die gleiche K.O.-Attacke. Das heißt folgendes. Sie besitzen die K.O.-Attacke Hornbohrer. Es gibt insgesamt vier K.O.-Attacken. Hornbohrer, Geofissur, Eiseskälte und Guillotine. Zwei normale Attacken, eine Eisattacke und eine Bodenattacke. Alle K.O.-Attacken haben alle eine Genauigkeit von 30%, aber wenn sie treffen, ist das tödlich für den Gegner. Immer. Darauf setzt er an. Das ist wirklich gemein, vor allem für Nuzlocke-Spieler, aber naja, was soll man machen? Dann sollte man diesem Trainer möglichst aus dem Weg gehen. Gut, dann kommen wir wieder zum Thema zurück. Zu Smaragd Randomizer. Das ist auch ein ganz besonderes Spiel, ähnlich wie Bloody Platin. Ein bisschen anders. Erstmal gab es bis dahin, glaube ich, nur 386 Pokémon, die man da antreffen kann. Aber da ist wirklich der Zufall angesagt. Das heißt, bei Bloody Platin sind trotzdem noch pro Route immer ganz bestimmte Pokémon, aber in Randomizer sind sie nun mal total Zufall. Das heißt, jedes Pokémon hat da die gleiche Chance aufzutreten, glaube ich. Es können sogar legendäre Pokémon auftreten. Besonders beliebt ist ein Let's Play mit diesem Spiel als Nuzlocke-Challenge dazu. Das heißt, es kann jedes Pokémon auftreten im Team. Es ist immer wieder ein ganz, ganz neues, gemischtes Team. Das finde ich sehr, sehr interessant. Aber naja, deswegen kenne ich mich nicht so mit Pokémon-Hex aus. Ich würde sagen, Randomizer steht ganz oben, dann würde Bloody Platin kommen, dann Perfect Platin. Mehr kenne ich nicht. Tut mir leid, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Damit ist Spieler Fedor besiegt. Ich vermute zu oft das Falsche. Oh, da gibt es sehr viel Geld. Der hat wohl sehr oft im Casino gearbeitet. Ich glaube, wir sind schon fertig, ne? Ja, die Route ist fertig. Das finde ich sehr interessant. Aber das heißt nicht, dass die Trainer vorbei sind. Spezialverteidigung könnte man jetzt durch dieses Item hier erhöhen. Naja. Surfen können wir noch nicht. Ich glaube, da hinten ist ein Item zu holen sonst. Aber naja, was soll ich machen? Habe ich jetzt wirklich schon alle Trainer? Ich bin da so ein bisschen geteilter Meinung. Ich gucke einfach mal nach. Ich glaube, wir haben echt schon alle. Das finde ich sehr interessant. Okay. Ja, Freunde. Das heißt, das war's jetzt mit dieser Route. Gehen wir also weiter.
Komme ich also zum Thema Prokurus, sobald wir hier erstmal vorbei sind. Am Kühnheitsufer. Oh, erstmal ein Pokémon-Kampf. Okay. Um zum Prokurus zu kommen. Was ist denn überhaupt Prokurus? Es kann sein, wenn er gegen ein wildes Pokémon kämpft, genauso wie wir jetzt gerade, dass Prokurus auftritt. Das ist ein Virus. Aber nicht Virus in dem Sinne, dass er nur Schlechtigkeit drüber bringt, also negative Veränderung des Pokémons, sondern nur positive Aspekte. Nur positiv. Prokurus ist also ein Virus. Der wird euch dann angezeigt, das ist so gesagt wie ein Statusproblem. Allerdings ein Leader und da steht PKRS. Dass der Prokurus nach einem wilden Pokémon-Kampf auftritt, das ist eine Chance von 1 zu 21.845. Das heißt, ich glaube, es ist sogar dreimal, die Chance, diesen Prokurus zu bekommen, ist dreimal weniger wert, wie sagt man? Dreimal niedriger, als plötzlich auf ein Shiny-Pokémon zu treffen. Wirklich, ich glaube, die Chance liegt dabei ungefähr 8000, 1 zu 8000, ein Shiny-Pokémon zu begegnen. Und es wurde aufgetragen, niemanden in die Nähe des Sees zu lassen. Wieso das? Ich weiß nicht genau, aber wahrscheinlich, um den See zu schützen. Den See schützen. Es ist gut zu wissen, dass es immer noch Menschen gibt, die man bewundern kann. Ich glaube, sein Name war Cyrus. Den kennen wir doch, oder? Haben wir den Namen gehört? Oh, Item. Paraya. Okay, das war zum Thema Pokémon. Und ja, vor kurzem, also ich nehme diesen Part jetzt am 26.11. auf. Vor kurzem, also am 22.11. ist in meiner Diamant-Edition genau das aufgetreten. Ich habe Pokémon trainiert und dann, ja, ist der Prokurus tatsächlich aufgetreten. Was soll ich denn tun? Ich habe es tatsächlich geschafft, meinen B-Schlüssel zu verlieren. Schon wieder. Die Leute dieser Ferienanlage werden nicht gerade entzückt sein. Ich bin mir sicher. Ich hatte ihn noch, als ich die Rezeption verlassen habe. Aber wo dieser B-Schlüssel liegt, den habe ich schon sehr oft gesucht. Den werden wir finden, keine Sorge, das kriegen wir auch noch hin. Und du hier? Ne? Stopp! Ja, dich meine ich! Ein Sonneweg, das sich am Ende dieser Straße befindet, hat es einen Stromausfall gegeben. Und Obst gibt's im Türschrank! Sie arbeiten bereits daran, die Störung zu beheben. Aber die Straße bleibt trotzdem vorerst gesperrt. Entweder bist du blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Mensch! Der ist ja schade. Reagier nicht so doof. Ich glaube, ich kenne den Vornamen von den Typen. Egal. 7-Sterne-Restaurant, der Ort des guten Geschmacks, um immer kurz das Thema zu wechseln. Hier kann man auch trainieren, nämlich wenn es hier mal Pokémon-Trainer gibt, nämlich die hier. Hier kann man wunderbar Doppelkämpfer austragen und ich würde sagen, das tun wir auch gleich. In unserem Restaurant genießt man mehr als nur vorzügliche Menüs. Der Wärtergast kann auch an Kämpfen teilnehmen. Bon Appetit! Bevor wir überhaupt irgendwas machen, hier in diesem Hotelbereich kann man tatsächlich auch noch seine Pokémon heilen, was wir auch gleich in Anspruch nehmen werden. Denn seit dem letzten Part sind unsere Pokémon ja leicht angeschlagen. AP+, gibt es hier. Okay. Ich frage mich, wann unser Ei schlüpft. Das gibt's ja auch noch, ne? Haben wir komplett vergessen. Ich guck mal kurz nach. Wird noch lange dauern. Mhm. Na, ich bin gespannt. Gut. Heilen wir erstmal unsere Pokémon. Und zwar, erstmal geht's hier, glaube ich, irgendwo in dem Bereich, den B-Schlüssel zu finden. Dazu nutzen wir gleich unser Item. Und dann wollen wir übernachten. Keine Reservierung. Tja, aber wir ruhen uns zumindest ein bisschen aus. Sehr gut. So, war ich jetzt gerade beim Pokémon. Den habe ich also durch einen wilden Pokémon-Kampf gewonnen. Und ich werde euch am Ende dieses Parts zeigen, wie das aussieht an 6 Pokémon. Im Moment bin ich gerade bei der Top 4, nämlich um meinen Pokémon zu trainieren. Die haben alle Prokurus, und um euch das mal zu zeigen. Das hat nämlich natürlich noch Vorteile und diese Vorteile werde ich euch gleich nennen, sobald wir jetzt gegen diese Pokémon-Trainer, die sich hier befinden, antreten. Dazu hole ich erstmal die zwei schwächsten Pokémon nach vorne von uns und dann können wir die trainieren lassen. Sehr schön. So, den alten Opa hier und die Frau. Ich bin mal gespannt, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Ein Junge wäre ein Bruder und ein Mädchen wäre meine Schwester. Und ich werde die ältere Schwester sein. Daher muss ich im Umgang mit Pokémon besser werden als ein Vorbild sein. Also, ja, bedeutet also, dass man hier wirklich gefragt wird, dass man zum Kampf aufgefordert wird. Genau. Tatjana und dieser Typ Emanuel. Okay. Zum Pokémon. Wie gesagt, am Ende des Parts zeige ich euch das Ganze mal. Diese positiven Aspekte des Ganzen heißt... Kennt ihr den Begriff EVs? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wofür die Abkürzung steht, aber EVs sind unsichtbare Werte, soweit ich noch weiß, die ein Pokémon verstärken an speziellen Werten. Entweder jetzt KP, Angriff, Angriff, Verteidigung, Spezialangriff, Spezialverteidigung und Initiative. Nach jedem Pokémon-Kampf, jedes einzelne Pokémon gibt bestimmte EV-Werte. Diese Basis-Pokémon, also Macholo und Bidiza, die jetzt noch in der untersten Entwicklungsstufe sind, die geben möglichst noch wenig EVs. Aber ein Machoma zum Beispiel, die dritte Entwicklung von Macholo, gibt zum Beispiel gleich mehr EVs. Und zwar auf einen ganz bestimmten Wert.
Oder vielleicht auch zwei Werte und dafür sind die EVs der niedriger. Das kann auch mal sein. Ja. Warte mal kurz. Ich muss mal jetzt hier... Stopp. Ich muss mal kurz hier auswählen, die Pokémon. So, okay. Ja, diese EVs sind also unsichtbare Werte, die also spezielle Statuswerte verstärken. Die muss man also durch spezielle Pokémon-Kämpfe also aufwerten, wenn man also einen ganz bestimmten Wert trainiert haben will. Und wenn ein Pokémon also unter Pokorus leidet, heißt das also, dass diese EVs verdoppelt werden. Statt sagen wir, ein Pokémon gibt zwei EVs auf Spezialverteidigung, dann gibt es nach diesem Kampf mit einem Pokémon von unserer Seite, das an Pokorus leidet, gleich vier EVs auf diesen Wert. Das ist doch super praktisch, um ein Pokémon besser zu trainieren. Oh, gleich ein doppelter Wert, das finde ich super. Ja. Folterknecht, den behältst du bitte weiter nicht und lässt deine anderen Attacken bitte im Vorrang. Okay, ja. Das ist genau der Effekt von Pokorus. Der genauere Vorteil ist, dieser Pokorus bleibt, glaube ich, nur einen einzigen Tag bei diesem Pokémon, also nur einen Tag infiziert, solange es nicht in der Box ist. Sollte es einen Tag lang im Pokémon-Team sein, würde es also weggehen, dieser Pokorus. Der Nachteil daran ist, dass man somit keine weiteren Pokémon anstecken kann daran. Das geht nämlich. Man kann die Pokémon anstecken. Sagen wir mal, wir haben ein Pokémon Pokorus, das musste ich gerade kämpfen, und ein Pokémon, das hat keinen Pokorus. Das heißt, irgendeins der Pokémon kämpft gerade gegen wilde Pokémon und irgendwann, sobald genug Pokémon-Kämpfe abgeschlossen sind, hat das wilde Pokémon dann auch Pokorus. Das ist doch sehr, sehr von Vorteil. Das heißt, ich würde euch raten, immer mindestens ein Pokorus-Pokémon in der Box zu lassen, das dann also auch den Pokorus behält. Denn wenn es in der Box ist, behält es auch den Pokorus. Ja. Das heißt, wenn ein Tag vorbei ist mit einem Pokémon, das Pokorus beherrscht im Team, geht dieser Pokorus also weg. Aber trotzdem erhält dieses Pokémon immer noch das Doppelte an die Faust. Das ist immer noch der Vorteil daran. Diesen Status verliert man aber nicht. Somit nicht, aber es kann somit keine weiteren Pokémon anstecken. Das ist wiederum negativ. Okay. Übrigens noch ein kleiner Tipp, der mir selber aufgefallen ist. Gebt ihr ein Pokémon mit Pokorus auch in die Pension, behalten sie auch Pokorus. Das ist der gute Vorteil, jetzt hat es geklingelt. Selten, dass mal was passiert, aber egal. Der Pokorus bleibt, wenn sie also in der Pension sind oder in den Boxen bleiben. Das ist also der große Vorteil. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, entweder ihr fragt mich oder ihr guckt mal unter PokeWiki, eine spezielle Seite extra für Pokémon-Sachen, alles Wissenswerte daran. Guckt einfach mal da rein. Da steht auch eine extra Seite über Pokorus. Könnt ihr alles wissen, was ihr wollt. Ich würde sagen, nach diesem Pokémon-Kampf beenden wir erstmal diesen Part in Pokémon Pearl und gucken gleich mal in Pokémon Diamant rein. Gucken uns die sechs Pokémon an, wie der Pokorus aussieht. Okay. Wieder in Emanuel und Gyuri Tatjana sind besiegt. Du gehörst nicht zu den Schwachen, wie? Und dann war auch noch mein Vater bei mir. Wenn das jetzt mein Bruder gesehen hätte. Okay, das war's mit erstmal Pokémon Pearl. Kleine Babys klingen wie Pokémon. Piei! Echt? Ist mir noch nie aufgefallen. Okay, das heißt, ich mache jetzt kurz Cut und wir sehen uns gleich in Pokémon Diamant wieder. Bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Und jetzt seht ihr erstmal das erste Pokémon aus meinem Team aus der Diamant-Edition mit Pokorus. Ihr könnt da oben links sehen, da steht PKRS im lilanen Hintergrund. Das heißt also Pokorus. Ja, ich könnte euch jetzt noch die Startseite hier zeigen, ne? Also einfach da links gehen, aber dann würdet ihr den OT sehen und das ist mein Real-Life-Name. Deswegen verrate ich euch das nicht. Das heißt, wir haben hier noch einen Litarking, einen Magnezone, einen Glurak, einen Despotar, das noch besiegt ist im Moment, schade, muss ich da wiederbeleben. Und dieses Plimper, das trainiere ich gerade. Ja, deswegen bin ich jetzt gerade in dieser Top 4. Ihr hört nämlich schon die Musik, ne? Das ist die Top 4. Gewöhnt euch schon mal dran, denn wir sind auch schon bald da, ne? Also keine Sorge, sobald das Pokémon besiegt wird, muss man es nur wiederbeleben, dann ist der Pokémon trotzdem noch da. Habe ich eben so erfahren. Okay, Freunde, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir haben sehr viel erfahren über das Thema Pokorus und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder und dann machen wir weiter in der im Hotel da, nee, im Restaurant. Im Restaurant und dann kämpfen wir weiter. Ist denn dann noch derselbe Wochentag? Dann werden noch die Trainer da sein. Dann vielleicht sonst nicht mehr, wenn wir rausgehen. Das ist nämlich ein bisschen doof. Aber naja, trainieren wir weiter und dann sind wir auch irgendwann in Weideburg. Wir müssen nämlich noch ein paar Trainer besiegen. Ja. Sehen wir uns im nächsten Mal wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.